Auf den ersten Blick eine Kantine wie jede andere. Doch der Eindruck täuscht. In der Küche der staatlichen Ludwig-Thoma-Realschule in München kommt seit 2 Jahren Ungewöhnliches auf die Teller. Es gibt auf einmal Datteln oder auch Bulgur. Ich kenne es ja persönlich, aber für viele Freunde von mir war es neu. Ich wusste am Anfang gar nicht, was es ist. Es ist exotisch und es ist alles Bio. Verena Schlegel, die Küchenchefin der Kantine, kocht täglich für 600 Schülerinnen und Schüler. Wo ich das erste Jahr gleich hier war, waren so ungefähr 50% Bio-Anteil. Aber ich habe irgendwie gedacht, es geht noch mehr. Und dann habe ich mich eigentlich relativ schnell entschlossen, komplett nur mit Bio-Lebensmitteln zu kochen. Nur etwa 10% der Gemeinschaftsküchen in Deutschland haben Bio im Angebot. Die meisten verwenden nur einen bestimmten Prozentsatz Bio-Lebensmittel. Nur die wenigsten haben, so wie die Münchner Realschule, komplett auf Öko umgestellt. Verena Schlegel kocht viel vegetarisch. Immer wieder kreiert sie was Neues, zum Beispiel Dattelkugeln. Die Zutaten kommen von einem Bio-Großhändler aus München. Es war natürlich schon nicht einfach, weil ich hatte natürlich schon Leute gehabt, die irgendwie nicht so gerne gesagt haben, ach Bio, so ein Scheiß. Aber ich habe irgendwie durchgesetzt. Viele lehnen Bio ab, weil es ihnen zu teuer ist. Doch wenn der Koch bereit ist, die Speisekarte zu ändern, kostet ein Bio-Mittagessen nur rund 17% mehr. Das hat die Stadt München ermittelt. In Verena Schlegels Kantine gibt es viel Gemüse, am besten regionales und saisonales. Und nur noch einmal pro Woche Fleisch. Ortswechsel. Die Biometzgerei Tagwerk in Niederhummel bei Freising. Bauer Bernhard Jocher aus dem Landkreis Starnberg liefert regelmäßig Tiere hierher. Etwa 20 Schweine und 4 Rinder werden in der Metzgerei pro Woche geschlachtet. Sieglinde Schütz leitet den Betrieb. Sie beliefert die Münchner Realschule mit Fleisch und Wurst. Die Herausforderungen sind die gleichen wie im konventionellen Bereich. Wir möchten halt trotzdem alles vom Tier verkaufen, tun uns aber dann auch schwer, weil einfach die Edelteile, Steakfleisch, Filet, Rostbeef bevorzugt wird und weniger attraktive Teile wie Suppenfleisch nicht so gekauft werden. Und da müssen wir einfach noch mehr Aufklärung betreiben, damit die Menschen auch das essen. Die Tiere, die hier geschlachtet und verarbeitet werden, kommen von rund 70 Biobauernhöfen im Umkreis von 50 Kilometern. Sie werden schon am Tag vor der Schlachtung zur Metzgerei gebracht und stehen dort über Nacht. Das gibt den Tieren Zeit, nach dem Transport zur Ruhe zu kommen und erspart ihnen unnötigen Stress. Das Gleiche gilt während des Schlachtens. Hier nimmt man sich für jedes Tier Zeit. Aber Sieglinde Schütz hat dafür einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand. Reines Draufzahlgeschäft ist es jetzt nicht. Wir verdienen schon Geld. Aber wir würden halt noch mehr Wurstwaren machen, weil das Geld verdient man bei der Wurst, beim Schinken, bei der Salami. Das Geld verdient man nicht am Fleisch. Und das muss man in der Biobranche auch noch ein bisschen vielleicht besser rüberbringen. Bio-Leute sind sehr fleischaffin und wenn dann auch sehr rindfleischaffin. Und es wäre besser, sie würden allgemein alles kaufen. Die Tagwerkmetzgerei beliefert neben der Kantine der Münchner Realschule noch bis zu 7 weitere Großküchen. Eine Herausforderung, vor allem was die Logistik betrifft. Gemeinschaftsküchen brauchen Lebensmittel in großen Mengen. Hier stoßen kleine Biometzgereien an ihre Grenzen. Dementsprechend eingeschränkt ist das Öko-Angebot für Gemeinschaftsküchen. Und viele Köche zögern deshalb bei der Umstellung auf Bio. Und immer wieder entscheidend, der Kostenfaktor. 1 Kilo Schweineschnitzel kostet bei der Tagwerkmetzgerei knapp 26 Euro. 1 Kilo Bratwürste knapp 20 Euro. Auf dem Biermarkt sollte sich jetzt als erstes mal ändern, dass die Kunden auch unsere Preise akzeptieren, die einfach in einem Handwerksbetrieb, wie wir ihn betreiben, höher sind. Vor allen Dingen wegen der eigenen Schlachtung. Obwohl Sieglinde Schütz vom Verkauf von Wurst und Fleisch lebt, appelliert sie an ihre Kunden, weniger Fleisch kaufen, aber dafür auf die Qualität und die Herkunft achten. Großküchen sind auf alle Fälle ein wichtiger Baustein, um den Anteil von Bio insgesamt zu erhöhen. Zurück in die Realschule nach München. Das Bio-Essen ist hier ein voller Erfolg. Für die Schüler ist wichtig, ihr Essen soll gesund und nachhaltig erzeugt sein. Aber Dattelkugeln, Bulgur und andere Speisen müssen auch schmecken. Und tun Sie das? Fantastisch. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.